Es ist Sonntag, der 1. Januar 2023. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Es fühlt sich an wie Frühling, obwohl es noch weit bis dahin ist. Eine kleine Vorfreude auf den Frühling, bevor der Winter nochmal so richtig zuschlägt. Und ja, T-21, also heute sind es noch 21 Tage bis zum Jahr des Hasen. Ich bereite mich vor, sodass ich in 3 Wochen mit dem Beginn des Jahres des Hasen mein Jahr beginnen werde. Und ich werde dieses Jahr rocken. Das ist auf jeden Fall klar. Dieses kleine Video hier ist nur ein kleiner Ausflug am Sonntag. Ein bisschen wandern. So um die 10 Kilometer insgesamt maximal. Ich laufe nur kurz zum Jakobsweg und dann zurück nach Hause. Jetzt wieder mal ein bisschen an Internetmikrofon, da hier der Wind von den Bäumen aufgehalten wird. Aber ich glaube, hier sollte ich nicht so weit gehen, das sieht dreckig aus. Will mir nicht die ganzen Klamotten versauen. Ich glaube, das ist zu versifft. Das mit dem Jakobsweg bewahre ich mir auf einen anderen Tag auf. Nun denn, zumindest habe ich es bis zum Wäldler geschafft. Zum Jakobsweg noch nicht, aber dafür sind auch noch andere Tage da. Und man muss nicht zwangsweise etwas überstürzen. Ich meine, wie soll ich mir meine Klamotten versauen? Wenn ich morgen noch mal herkommen kann mit besseren Klamotten und mit besseren Schuhen, in denen ich nicht im Dreck versinke. Ja, so ist gut. Der Baggersee der alten Ziegelei. Zum Schwimmen nicht geeignet. Im Frühling, Sommer und Herbst viele Angler. Jetzt gerade tote Hose. Und leider ist die Autobahn zu nah dran gerückt. So ist es nicht mehr so still. Und ein Teil des Sees ist verschlungen. Aber es ist nicht umso weniger schön. Thank you.
Ein toter Fisch. War der schon tot oder wurde er getötet? Wer weiß. So, hier beende ich nun meinen Sonntagsausflug in das Video, mache ein kleines Päuschen und dann mache ich mich auf den Heimweg.